So, wir sind live. Im Jahre 2017 ist die Weltwirtschaft zusammengebrochen. Nahrungsmittel, Rohstoffe und Öl sind knapp. Ein Polizeistaat, aufgeteilt in militärische Zonen, beherrscht das Land mit eiserner Hand. Das Fernsehen ist vom Staat kontrolliert und eine sadistische Unterhaltungsshow mit dem Namen Running Man ist zum populärsten Programm geworden. Kunst, Musik und Kommunikation werden zensiert. Keine Abweichung wird toleriert. Und doch, eine kleine Widerstandsgruppe hat es fertiggebracht, im Untergrund zu überleben. Ich richte mich an die Personen im Bereich Rosa-Luxemburg-Straße. Derzeit ist es in Berlin nicht erlaubt, sich mit mehr als zwei Personen zu treffen. Gleiches gilt auch für Ansammlungen oder Versammlungen. Zum Schutz ihrer Gesundheit und ihrer Mitmenschen fordert sie die Polizei dazu auf, sich auf direktem Wege nach Hause zu begeben. Halten Sie dabei bitte den erforderlichen Abstand von 1,50 Meter ein und entfernen Sie sich in Gruppen von maximal zwei Personen Richtung Alexanderplatz. Verhalten Sie sich den eingesetzten Beamten vor Ort kooperativ. Wir bedanken uns für Ihre Mitwirkung, Ihre Berliner Polizei. Die Zonenpässe müssen immer sichtbar getragen werden, also heftet sie sichtbar an, so dass die Streifen sie sehen können. Alle Zonenarbeiter mit Tagespässen erinnere ich daran, dass für sie die Sperrstunde ab Mitternacht beginnt. Jeder, der ohne gültigen Pass nach Mitternacht angetroffen wird, wird lebenslänglich eingesperrt. Kinder von Cadre, vergesst nicht, Oktober ist euer Bonusmonat. Verdient euch doppelte Prämien, wenn ihr ein Familienmitglied anzeigt. ICS, euer Unterhaltungs- und Nachrichtensender, erinnert euch, sehen heißt glauben. Achtung, es folgt ein Hinweis der Polizei. Ich richte mich an die Personen im Bereich Rosa-Luxemburg-Straße und Weidinger-Straße. Derzeit ist es in Berlin nicht erlaubt, sich mit mehr als zwei Personen zu treffen. Gleiches gilt auch für Ansammlungen oder Versammlungen. Zum Schutz ihrer Gesundheit und ihrer Mitmenschen fordert sie die Polizei dazu auf, sich auf direktem Wege nach Hause zu begeben. Halten Sie dabei bitte den erforderlichen Abstand von 1,50 Meter ein und entfernen Sie sich in Gruppen von maximal zwei Personen Richtung Alexanderplatz. Wir bedanken uns für Ihr Mitwirken, Ihre Berliner Polizei. Das erinnert an Zeiten, die angeblich vorgeben zu bekämpfen. Ehrlich.